Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich nein, später. Schon okay, schon okay. Wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac? Isaac, hörst du mich? Ich melde mich so schnell. Isaac! Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, kannst du mich hören, Isaac? Sie mich hören? Xena, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Tot gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Schiff gedrückt. Ich drücke Shift, aber der rennt nicht. Das würde ich nicht als Rennbezeichnung bekommen, meine Freunde, bei Dead Space 2. Ich muss rennen. Er rennt nicht. Halt Shift gedrückt. Ich halt Shift gedrückt, ich schwör's. Oh Gott. Oh Gott, hier geht's nicht lang. Oh oh. Hier geht's nicht lang. Ich werde sterben. Die ersten 5 Minuten im Spiel und ich sterbe. Wo geht's denn hier lang? Ach da. Mama. Hilfe. Ich will nicht mehr. Ich habe kein Leben mehr. Und das... Ah, das ist so blutig. Warum sind hier alle tot? Wo bin ich? War ich nicht gerettet? Oh Gott. Schon wieder E. Oh Gott, immer E. Okay. Willkommen bei Dead Space 2. Nochmal in Ruhe. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hasse den Anfang. Ich glaube, Dead Space beginnt einfach ständig scheiße. Und ich brauche unbedingt was für mein Leben. Das darf nicht wahr sein. Ich habe jetzt schon kein Leben mehr. Und ich bin in einer Zwangsjacke. Was ist denn zuletzt... Kapitel 1. Hallo? Ich glaube, irgendjemand ist hier tot. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Oh, schöne Blumen. Können wir dieses Piepen ausstellen? Das ist ein bisschen laut. Irgendjemand stöhnt hier und das sind nicht wir. Wie immer. Und Rollstühle. Natürlich, in jedem guten Horrorspiel und Film sind Rollstühle vorhanden. Wir speichern erstmal, weil das Tutorial, die
Wie renne ich am besten? Möchte ich nie wieder spielen müssen. So, bist du nie... Bist, ach, das ist dein Rennen, ja? Oh, du bist echt schwach geworden. Du bist mal schneller gerannt, Isaac. Vor vielen, vielen Jahren. Und er spricht endlich mit uns, der gute Mann. Er stöhnt auch ein bisschen mehr, finde ich, als vorher. Ich wäre gern aus dieser Zwangsjacke raus. Hallo? Seid ihr freundlich? Schießt ihr auf... Nein, nein, nein! Ja, guck noch mal nach. Oh! Ich weiß, unter welchen Schacht ich mich nicht stellen werde. Mhm. Ich glaube, da ist jemand auf, auf der Frauentoilette. Ich... Nö, ich lass dich mal. Ich weiß. Oh! Ja, Freunde, die Qualität ist diesmal ein bisschen schlechter als sonst. Ich kümmere mich gar nicht um die Geräusche hier. Wir gehen mal ganz dezent dran vorbei, weil ich nicht mit Fraps aufnehmen kann. Fraps erkennt dieses Spiel irgendwie nicht, warum auch immer. Ah! Ja, das war, ich glaube, das war der Typ von eben. Und deswegen muss ich mal mit OBS mein Glück probieren. Ich glaube nicht, dass es lossless ist, deswegen verzeiht mir, wenn es nicht ganz so schick aussieht, wie es vielleicht sonst aussehen würde. Aber na gut, ich glaube, wir werden es alle überleben, irgendwie. Und, darf ich dich mitnehmen? Dann fühle ich mich weniger einsam. Ja, komm mal mit. Direktor Tightman an alle Projektmitarbeiter. Die Hauptprobanden müssen terminiert und die Anlage von allen Spuren gesäubert werden. Das ist keine Übung. Tightman endet. Sind wir nicht zuletzt irgendwie in der Rettungskapsel doch noch entkommen, wo wir plötzlich unsere Freundin neben uns sitzen hatten, was irgendwie der Anschein, den Anschein erwecken sollte? Oh, okay. Ich glaube, wir sind auf dem Militärschiff. Das sieht sehr militärisch aus. Dass wir halt schon durchgedreht sind, dass der Marker doch seine Spuren bei uns hinterlassen hat und wir nicht verschont geblieben sind davon. Obwohl doch relativ lange noch relativ bei Verstand gewesen sind. Im Gegensatz zu gewissen anderen, die dem nur kurz ausgesetzt waren und schon völlig ballerballer wurden. Unsere Freundin ist auf jeden Fall tot, so viel weiß ich auch noch. Außer, dass wir sie jetzt dauernd sehen. Aber naja, so kann man sich die Liebe auch erhalten, nicht wahr? Ich bin, okay, sehr verunsichert, weil ich echt wenig Leben habe. Und ich habe es jetzt auf normal gestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob man es im Spiel selber nochmal runterstellen kann. Ich wünschte ja, dann würde ich das direkt auf einfach stellen. Ach so. Okay. So weit weg. Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Wer ist das? Der Proband ist Nolan Strauss. Sitzung 158. Hatten wir gerade Sitzung 158? Ich glaube ja, oder? Ist das dasselbe nochmal? Ja, ja, das Auge sieht heute schon viel besser aus. Ich glaube, es sieht nicht jeden Tag besser aus. Ich glaube, das hatten wir einfach schon mal. Oh! Sieht schon viel besser aus. Finden Sie nicht auch? Aber was... Okay, das ist eine medizinische Einrichtung hier an Bord, ganz offensichtlich. Oder eine Art Forschungstrakt. Vielleicht viel mehr. Das sieht eher nach Forschung aus. Oh, ich hätte auch näher rangehen können, fällt mir auf. Kann ich das ausstellen? Der überquatscht mich hier irgendwie so ein bisschen. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Oh, halt die Fresse, so laut. Ich will mich hier umsehen. Ich suche immer noch nach irgendwas. Oh, das ist ein Zeichen. Das ist definitiv... Ich glaube, das sind Fäkalien. Das sieht nicht aus wie Blut, ehrlich gesagt. Ja, ja, definitiv Fäkalien. Mhm, lecker, lecker. Kaka an den Bett.
Ich glaube, der... der liegt durch die Scheibe durch. Guck mal, da ist auf jeden Fall noch Glas, weil da ist Blut dran, aber er liegt einfach durch. Also im Glas quasi drin. Schön. Ich glaube, ich möchte nicht nach da unten. Nein, ich habe mich gerade entschieden. Wenn es nach da unten geht, dann werde ich mich hier einfach hinsetzen und warten, bis das Spiel vorbei ist. Ich gehe dann mal weiter. Ist okay. Ja, was? Die Symbole, Strauss. Erzähl doch mal. Ja, ja. Ich glaube dir aufs Wort. Oh Gott. Welche Anlage? Irgendwie fehlt mir hier gerade so ein Mittelstück. Wo sind wir denn? Ist das direkt nach unserer Rettung? Oh. Ich glaube, der hat Spaß. Hallo, junger Mann. Darf man Ihnen helfen? Darf ich Ihnen... Also, ich gehe da mal hier so ganz... Ah! Super. Kommen Sie mal. Entfernt viel. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, sagt der Herr. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu! Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Oh. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Warnspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Los. Nehmen Sie sie. Kann es sein, dass man immer auf Rot fällt? Wenn man... Was? Wieso? Wieso? Du kannst doch mit uns kommen, obwohl ich nicht will, dass dieser Irre mit uns kommt. Na, na gut. Also fällt man immer auf Rot. Habe ich gerade richtig verstanden. Außer er hat verschiedene Audiotexte, die sich an... Nein, nein, man fällt immer auf Rot. Ich habe nicht komplett verkackt. Jeder verkackt. Okay. Gut, Rücken, um zu heilen. Ich glaube, das kenne ich noch. Taschenlampe E. Das ist jetzt echt nur eine Taschenlampe, ja? Ist ja schön. Du, das Messer würde ich auch gern nehmen. Ich glaube, bei mir ist... Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir Ihnen angetan haben. Ihnen? Mir? Oder Ihnen wie Plural? Mach doch sowas nicht. Aber dann stirb doch auch bitte richtig. Gib mir das Skalpell. Du Arsch, du hättest mir das Skalpell wenigstens geben können. Warum hast du überhaupt Blut an deiner Stirn? Wie kommt denn da bitte Blut hin? So ein Schwachsinn. Oh, was ist denn da unten eigentlich los? Ah, da liegen auch ein paar Tote. Die sehen aber schon ein bisschen länger tot aus, oder? Die sehen schon ein bisschen so angestaubt aus. Aber na gut. Okay. Wir haben jetzt eine Taschenlampe ohne Waffe. Wir haben immer noch keine Waffe. Ist aber schön. Und einen Balken mehr an Leben. Ja, ich sehe mich jetzt schon diese Szene 10-mal sehen, weil ich gleich sterben werde. Ich darf da echt keine... Oh. Er wollte auch in seinem Tod endlich eine prima Ballerina werden. Haben wir ihn erfüllt? Gehen wir weiter. Ich will immer Shift drücken, wegen Mass Effect. Ich weiß auch nicht. Setting erinnert mich einfach so dermaßen daran. Oh, Gott. Clark. Ja? Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf Aegis 7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Darf ich kurz erwähnen, dass ich Frauen in diesem Spiel generell nicht mehr vertraue? Die haben mich bis jetzt alle nur verarscht. Unsere Freundin, die Ische vom letzten Mal war eine Bitch. Alles nur Bitches. Bitches, Bitches. Oh Gott. Kann ich eigentlich zuhauen? Ich kann tatsächlich zuhauen. Aha. Zuhauen klappt. Zuhauen. Warum dauert das so lang? Ich hoffe, auch das ist wieder ein Safe Place, wie beim letzten Mal. Ich glaube, mich hat noch nie was im Fahrstuhl angegriffen gehabt. Oder? Es wollte etwas zu mir rein, aber selber angegriffen hat mich in diesem Fahrstuhl noch nie was. Das. Mhm. Ich bin ja für Tradition. Ja. Wetten, da läuft gleich was von links und nach rechts oder von rechts nach links? Ich sag von links nach rechts.
Drücke B für Ort. Ah. Okay. Okay, alles tot. Ha, links nach rechts. Aber es war ein Rollstuhl. Warum auch immer. Ah, das sah aus wie ein menschlicher Fleischsack, aber doch nicht. Da laufen Spuren dran vor. Ach, in die Richtung, aus der wir kommen. Na, denn ist ja gut. Also wir waren es nicht, denn ist ja alles gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, ständig irgendwas hinter mir zu hören, aber ich glaube, ich bilde mir das ein. Können wir da nicht einfach durch? Also kann er sich da nicht durchquetschen? Nö, will er nicht. Okay, na gut. Miss Diva, wir gehen dann mal den Umweg, weil du dich da nicht reinquetschen möchtest. Zielen. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Oh, ist aber ein netter Raum. Ich glaube, das war mein Aufenthaltsraum. Ja, okay. Hallo? Komme ich hier irgendwie... Aha, ach, hier rum. Ihr seid alle immer noch tot? Okay, ihr, okay, okay. Ich mache echt selber... Ist aber auch alles irgendwie im Weg hier. Und irgendwie ist die Mausempfindlichkeit ein bisschen hoch, wie ich finde. Oh, das war aber schön. Ich glaube, das ist der Marker, oder? Aus Streichhölzern. Sieht aus wie die Form des Markers. Ich weiß es nicht. Ich wette, irgendwas fällt mich von denen hier gleich ab. Nicht nett. Nicht nett. Nein. Nein. Das merke ich mir. Kackspiel. Oh, der sieht noch sehr lebendig aus. Ich gehe mal. Bitte lasst mich alle in Ruhe. Ich höre irgendein Vieh. Ich kann ja eh nur zuhauen. Das ist gerade voll gemein. Ich habe denen gar nichts entgegenzusetzen irgendwie. Also ich finde, eine Waffe könnte langsam mal rüberkommen. Wo ist denn der Rollstuhl, der hier eben langgerollt ist? Und vom wo vor allem? Von der Ecke hier oder was? Na gut. Ich gehe jetzt einfach unbeirrt weiter und speichere. Jede 2 Minuten. Ich finde es auch gut, dass es wieder so an jeder Ecke was zu speichern gibt. Das sagt mir schon mal sehr zu. Ich habe mir ja vorgenommen, eigentlich jetzt 3 Stunden am Stück zu spielen. Aber ich sehe jetzt schon schwarz. Hallo? Oh, Männer duschen. Oh, Duschen sind was Schönes. Was kann schon in Duschen passieren, nicht wahr? Duschen sind ein Ort der Reinheit und Hygiene. Deswegen... Genau, das, was ich gerade sagte. Da kommen wir nicht weiter. Ich will nicht sagen, dass es hier an Viechern... Oh Gott. Ja? Was zum Henker? Das ist eine gute Frage. Übrigens, seit wann tötet eigentlich Demenz? Seit wann gibt es eine tödliche Form der Demenz? Kann mich da mal jemand unterrichten? Okay. Was ist das? Oh! Nein. Das ist doch jetzt ein Scherz. Ich höre doch schon irgendwas. Ich bin nicht da. Ich schwör's. Ja, in die Richtung gehen wir weiter. Warum auch nicht? Das Vieh hat ja gar nicht irgendwie viel mehr Möglichkeiten. Ich bin so tot. Ich hasse Schächte. Ich bin so tot. Ich kann auch zum Glück gar nicht hinter mich gucken, glaube ich. Irgendwas kracht hier mit mir rum. Au! Ja. Ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum helfen Sie mir? Wenn Titan endlich findet, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Nicht, wenn ich Ihrer Route folge. Was kann ich denn hier? Telekinetische chirurgische Bindung deaktivieren? Was macht denn der da? Ja, fuhr mir einfach in den Drähten rum. Ist okay. Okay. Ziele F. Was? Zielen und F drücken, um lose Objekte zu nehmen. Oh. Halte und drücke dann... Oh, oh. Ich habe ein ganz böses Gefühl. Das war ein Tutorial. Für... Ja. Ich wette, hier kommen gleich Viecher. Ich komme hier nicht weiter. Ist da... Was? Wieso komme ich hier nicht weiter? Kann ich da... Ach, da ist ein Glas. Oh, oh.